Das vierte Rennwochenende des ADAC GT Masters war ein Auslandsrennen. Im Rahmen der Champ Car fuhr man in Belgien, genauer gesagt auf dem ehemaligen Formel-1-Kurs in Zolder. Das Umfeld des belgischen Champ Car Grand Prix lockte zahlreiche Gaststarter und sorgte für eine besondere Stimmung im Fahrerlager. Doch nicht nur die Serie debütierte in Belgien, sondern auch ein Aston Martin. Wie es dazu kam, dass das einheimische Team Racing for Belgium den Zwölfzylinder hier einsetzte, erklärt uns Pilot Ron Marshall. Wir fahren in zwei Wochen die 24 Stunden und wollten das Auto nochmal testen, auch der neue Fahrer. Und deshalb war es ideal, dass der GT Masters jetzt hier fährt. Auch für die GT Masters war es wichtig, dass mal ein Aston Martin mitfuhr. Frauenpower in Zolder. Zum ersten Mal trat im ADAC GT Masters ein reines Damenteam an. Das belgische Team nutzte das Auslandsgastspiel ebenfalls als Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen und brachte ein Dodge Viper Competition Coupé für Alexandra van der Velde und Stefanie Boden an den Start. Es ist ein gutes Fahrzeug, leicht zu fahren. Ich denke zwar nicht, dass es momentan das schnellste im Feld ist, aber es ist sehr gut. Wir werden Spaß damit haben. Doch die Damen sollten, im Gegensatz zu diesem Team, keinen Einfluss auf das Geschehen an der Spitze haben. Statt dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Gianni Morbidelli startete in Zolder Jos Menten an der Seite von Christopher Hase. Menten ist sonst für Reiter Engineering in der FIA GT-Meisterschaft am Start. Neu-Teamkollege Hase plagte derweil eine schwere Grippe. Vor einer besonderen Kulisse gelang Menten im orangefarbenen Lamborghini ein perfekter Start. Er konnte sich vom Positionsgerangel lösen und auch direkt absetzen. Was folgte, war ein einsamer Lauf an der Spitze. Kurve für Kurve, Runde für Runde. Die Teamkollegen Peter Cox und Albert von Turn und Taxis hatten beim Start mehr Probleme und mussten sich die zweite Position, die sie später gut halten konnten, erst erkämpfen. Was genau den Start erschwerte, erklärte uns von Turn und Taxis etwas genauer. Man darf ja erst überholen, wenn die Ampel grün ist. Nun ist es aber so, dass wenn man weiter hinten startet, dann kann man Schwung nehmen und darauf spekulieren, dass in dem Moment, wo man diesen Schwung zum Überholen nutzt, die Ampel schon auf grün gegangen ist. Das hat eben der Porsche gemacht. Das heißt, ich habe nur kurz nach dem Christopher Gas gegeben. Nur der Porsche hat diesen Schwung genutzt. Das ist ein Vorteil, den man in der ersten Startreihe natürlich nicht hat. Und hat sich vorbeigezwickt. Also das kann passieren. Doppelsieg, am Ende ein gutes Ergebnis. Vor allem aber eine souveräne Vorstellung von Hase und Menten. Platz 3 ging an Alexander van der Loof und Wolfgang Kaufmann, den der Start auch am Ende noch zu denken gab. Naja, ich sag mal, in Anbetracht dessen, dass der Start mit Sicherheit für meinen Teamkollegen, für den Alexander, nicht ganz so optimal war. Das heißt also, grundsätzlich sollte man in Zukunft über das Thema Start nachdenken. Das heißt also, es gab halt gewisse Fahrzeuge, die doch irgendwie nicht unbedingt dem Reglement entsprechend sich an die Startregeln gehalten haben. Das ist eine Geschichte. Aufgrund dessen hat Alexander auch recht viel verloren, hat dafür einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also wir von Argo Racing, inklusive Alexander, inklusive mir, sind sehr, sehr glücklich über das Podium. Aufgrund dessen, dass wir auch am Lausitzring nicht auf dem Podium gestanden sind. Turbulent sollte es direkt am Sonntag weitergehen, und zwar wieder beim Start. Die Nummer 6 wieder dabei, aber zunächst nicht betroffen, im Gegensatz zum weißen Lamborghini, pilotiert von Christoph Bouchu. Selbst in der Wiederholung ist der Unfallhergang nicht hundertprozentig ersichtlich. Darum haben wir die Beteiligten zu Wort kommen lassen. Ich hatte einen guten Start und habe geführt. Dann hat mich Cox rausgeschoben, warum auch immer. Er war definitiv hinter mir und hat den Unfall verursacht. Sehr unfair, aber bei ihm wundert es mich nicht. Aus meiner Sicht hatte ich einen guten Start. Der Bouchu hat sich neben mir beschleunigt, was ich ganz komisch finde, weil wir sollten angeblich das gleiche Zusatzgewicht haben, und für mich ist das sicher nicht der Fall.
Und okay, er war noch nicht komplett vorbei, ich war immer noch nebenan, ich hatte immer noch die Linie und da hat mich halt keinen Platz gelassen. Er hat sich selber nicht im Leben gelassen. Und ich fand es sehr komisch, dass ich durch so ein für mich absolutes Rennunfall, ich habe ihn nicht auf die Hinterseite gebracht, wir waren nebeneinander und er hatte auch noch einen Meter aus der Linie bleiben können. Dann war er immer noch vorne und hatte die erste Kurve nach rechts gehabt, aber er hat mutwillig angedreht und ich saß noch da. Was folgte, war die Führung für die Nummer 7, weil Cox zwei Plätze durch eine Drive-Thru-Strafe verlor. Der Stopp von Haase und von Thurn und Taxis problemlos, ohne besondere Vorkommnisse. Peter Kaufmann, der in seiner Rennhälfte auf Platz 2 fuhr, beobachtete kritisch das Geschehen. Ja, es ist immer besser, wenn man im Auto drin sitzt, weil dann hat man wirklich einen riesen Einfluss auf das Geschehen, was auf der Piste stattfindet. Es ist, man gewöhnt sich mittlerweile daran, aber es ist immer sehr nervenaufreibend, wenn man sieht, okay, der Hintermann kommt dran, was macht der Teamkollege, was macht er für einen Job, und der Alexander hat einen sehr guten Job gemacht hier in Zolder. Die Freude über Platz 2 dementsprechend. Rang 3 blieb nach der Drive-Thru für Cox und von Turm und Taxis, die sich aber zu trösten wussten, mit hübschen Damen. Platz 1 für Haase und Menten. Haase fuhr seinen vierten Sieg in dieser Saison ein. Ja, ich denke, da gucke ich falle hier ein für Gianni Morbidelli und Christopher steht erst in die Meisterschaft. So, für mich war es nur, für das Auto reinzubringen und über den Ziel zu fahren gestern, so dass ich keine Fehler mache und dass der Junge Punkte bekommt für seine Meisterschaft. 19 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft, um genau zu sein. Da muss sich die Konkurrenz etwas einfallen lassen.